2n minus 1 durch n. So, also wir wollen den Limes gegen unendlich berechnen und dazu setzen wir das unendlich erstmal ein. Das heißt, Limes n geht gegen unendlich 2n minus 1 durch n. So, und wenn ich jetzt mit Rot weiterschreibe, heißt es, diese Schreibweise ist im Abitur verboten. Das ist, wenn man das unendlich einsetzt, 2 mal unendlich minus 1 durch unendlich. 2 mal unendlich ist unendlich, unendlich minus 1 ist unendlich. Das ist unendlich durch unendlich und das ist verboten. Das ist verboten. Aber wir wissen ja, Limes ist ein Arbeitsauftrag. Der Arbeitsauftrag Limes bedeutet, erstens, man darf es nicht, ja, das ist das, wo wir jetzt quasi hier sind, man darf es nicht. Zweitens, man formt es um. Das werden wir jetzt gleich machen. Und drittens, man tut es trotzdem. So, das bedeutet, wir müssen das hier jetzt umformen. Und das Sinnvollste ist es, diesen Bruch in eine Summe umzuformen. Wie das funktioniert, ist individuell. Also je nach Aufgabe verschieden. Das heißt, das ist Limes n gegen unendlich von 2n durch n minus 1 durch n. Das sind die Bruchrechengesetze, die da dahinter stehen. Jetzt kann ich hier das n kürzen. Das ist Limes n gegen unendlich von 2 minus 1 durch n. Jetzt setzen wir wieder ein, jetzt wird es wieder rot, das heißt im Abitur verboten. Das ist 2 minus 1 durch unendlich. Von 1 durch unendlich wissen wir aber, das ist 0. Also kommt daraus 2 minus 0, also 2.